Oh, erstmal was trinken. Oh, ei. Jetzt kann ich reden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Ah! Ladebildschirm. Ich habe ein Geschenk für dich. Was denn? Ladebildschirm? Boah, du Hurensohn. Das Leben besteht nur aus Ladebildschirm. Ist dir das klar? Irgendwie ist es echt hier fucking warm drin. Ach man. Wir stehen alle einfach da so. Der ist offline gegangen. Stanier schafft der Blister Walker. Komm her, du. Was? Wie, ich bin zu nah meinem gegenwärtigen. Oh, du Hurensohn. Das war gute Arbeit, Onkel Simeon, bla bla bla. Tja, Digga, da kommst nicht rüber. Der Zaun ist ein bisschen zu hoch für dich. Was denn da, Alter? So, ich schnapp mir jetzt ein Flugzeug und warte dann eigentlich auf die nächste Einladung. So mache ich das, ich fahre einfach hier und hab ja Zeit. Der hat echt einen Unfall gebaut, oder? So ein Noob. Bei wem sind wir denn alles in der Lobby? Huch, der ist ja recht klein, der Server. Naja, da eine Einladung zu finden, oje oje. Das kann dauern. Also wenn wir nach dieser Folge keine Einladung bekommen haben, wechsle ich den Server. Komm, Gummi, du kleines Ding. Ich mag den irgendwie, ich mag den voll. Ein quietschgelb. Musik aus. Schnauze. Ich müsste echt mal gucken, ob ich irgendwie noch mehr Leute für GTA Online zusammentrommeln kann. Weil ich meine, im Moment sind wir nur zu zweit. Vielleicht schaffen wir es mal zu drei oder zu viert. Zu drei oder zu viert, geil. Geilge Deutsch, Mann. Das war Prophetendeutsch. Ah, Ausfahrt verpasst. Komme ich hier irgendwie trotzdem noch rüber? Ja, sieht. Ja, eher weniger. Ja, komm. Och Mann. Der hängt jetzt echt. Nee, doch nicht. Gut. Ah! Das regt ja so auf gerade. Los, gib Gummi. Entführt, 731 Meter. Hey, Alter, wir haben ein Problem. Mein Kumpel Laurie wurde... Nein, das meinst du jetzt nicht für ernsthaft, oder? Oh, doch. Ach ja. Gute Freunde, schlechte Freunde, man findet sie immer wieder. Doch ganz schön still ohne Musik, ne? Vor allem, ich muss mal in Zukunft mal gucken, was ich eigentlich an Spielen im Moment raushauen kann, weil Titanfall habe ich glaube ich schon abgebrochen zu dem zum Aufnahmezeitpunkt. Weil, naja, Titanfall ist mittlerweile immer dasselbe und ich muss das Spiel auch erstmal kennenlernen, weil ich komme mit Titanfall momentan
fast gar nicht zurecht. Von daher muss ich mal gucken, was man in Zukunft vielleicht spielen kann. Far Cry 3 Blood Dragon will ich nicht machen, da ich ja erst Far Cry 3 fertig gemacht habe. Und ich das noch lange nicht fertig gespielt habe. Ich will es ja noch weiterspielen. Erstmal mache ich eine kleine Pause. Es gibt halt zwei Spiele, die halt dann kommen. Far Cry 4 natürlich und Forza Horizon 2 für die Xbox One, was ich auch spielen werde. Aber nur so 10 Folgen, nur mal so antesten, sage ich mal. Ich habe echt keine Ahnung, was es so eigentlich so an Spielen gibt momentan. Die großen Spiele, das ist alles so Mainstream, Watch Dogs und so weiter. Das sind zwar richtig geile Spiele, aber die sind einfach nur Mainstream. Das ist langweilig. Die spielt mittlerweile jeder schon. Guck dir GTA 5 an, gleich am ersten Release-Tag hat es, ich sag mal, keine 10 Stunden gedauert. Da gab es schon 270 Let's Plays von, weißt du? Sowas brauche ich auch nicht. Wieso zieht das Flugzeug wieder so nach unten? Ich muss nochmal landen. Ich hoffe nicht, dass ich wieder diese scheiß Zickzack-Steuerung rausgenommen habe. Eingeschaltet habe. Aber ich habe ja nur GTA Online gespielt eigentlich. Ups. So, Einstellungen. Steuerung. Anzeige im Nachrichtung. Bewegungssensor. Nein, anscheinend habe ich den nicht ausgeschaltet. Gut. Dann ist das Flugzeug anscheinend doch im Arsch. So, mal schnell wenden. Uah. Auf zwei Rädern. Hoffentlich reicht das für den Start. Oh, die haben wir echt gerade überfahren. So. Schade, ich wollte hier meine Flügel mitnehmen. Ich mache mal ein Attentat jetzt. Und dann wechsle ich die Lobby. Wo ist er? Der steht da einfach so rum. Ich glaube, den nehme ich mal. Der kreilt sich gerade ein Flug im Hubschrauber, oder? Schade. Ach, das macht immer wieder Spaß. So, und jetzt schnell Lobbywechsel, bevor er zurückkommt. Das mache ich immer wieder, es macht einfach Spaß. Ruhe. Ah, der Drinktex. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Gut, spielen wir im Singleplayer weiter, das macht das Gameplay besser. Hoppala. Da bin ich einfach mal so offline gegangen. Huch. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was der sich da, der eine sich vorm Rechner denkt. Ist der bescheuert? Von allen Jobs, die du spielen kannst, hast du folgendes gespielt: 2 von 28 Capture, andere Mission 7 von 60, 7 von 14 Versus Mission, Last Team Standing 3 von 25 Rennen, 12 von 151, Fallschirmsprung 10 von 40, Überlebenskampf 1 von 9 und Deathmatch 95. Ja, ich hab noch ein bisschen in GTA Online zu tun. Ich schließe mal das Handy an zum Laden. Könnt gleich einen lauten Knall geben. So. Also, ein Knall habe ich gesagt. So, was sagt er? Guck mal, Fußball, Spanien verliert schon wieder.
Ach stimmt, wenn die heute verlieren, dann fliehen dann. Ja. Naja, gut. Wir sehen uns dann mal in der nächsten Aufnahme. Ich mache eine kleine Aufnahmepause wieder und ja, spiele noch ein bisschen weiter an, ne?